Hallo und herzlich willkommen zum Kachelmann-Wetter. Wir wollen noch mal ein bisschen genauer auf die Entwicklung jetzt in der nächsten Woche schauen und da kommt so ein bisschen Bewegung rein. Eine ja, kräftigere Kaltfront zieht voraussichtlich mal durch und die könnte dann auch im Süden des Landes mal dieses ungewöhnlich warme Spätsommerwetter zumindest vorübergehend beenden. Ja, ob es dann allerdings nachhaltig kühler wird, das ist noch mehr als fraglich, denn die nächsten Atlantiktiefs, die stehen schon wieder mit milderer beziehungsweise wärmerer Luft bereit. Ja, zunächst blicken wir noch mal kurz auf den jetzt ja fast zu Ende gehenden September zurück. Der war warm und ja, der ist warm. Da erzähle ich ja nichts Neues. Und er liegt auch auf Rekordkurs. Das Deutschlandmittel liegt momentan bei 17,4 Grad. Und ja, es fehlen natürlich noch ein paar Tage. Das heißt, abgerechnet wird natürlich erst am Monatsende. Aber er wird aller Voraussicht nach ja, als wärmster September in die Rekordbücher eingehen. Wir sehen hier mal die bisher Rekord-September 2006, 2016 liegen bei 16,9 Grad. Da liegen wir jetzt noch 0,5 Grad drüber. Ja, und es folgen ja auch noch ein paar warme Tage. Ja, und auch heute, das hat eher was mit Sommer zu tun, statt mit richtigem Herbst. Nochmal wieder vielerorts Temperaturen von über 25 Grad, besonders wieder so im Osten, auch am südlichen Oberrhein, Kaiserstuhl, da könnte es sogar vielleicht ja örtlich 29 Grad geben. Also nochmal ein ungewöhnlich warmer Tag. Dazu starten wir allerdings erstmal noch ja, in Bayern mit so ein paar Nebelfeldern. Die können durchaus wieder ein bisschen hartnäckiger sein. Sonst gibt es aber schon den Sonnenschein. Es ziehen mal so ein paar mittelhohe Wolkenfelder vorüber. So ein Schleierwolkenband verlagert sich momentan Richtung Osten. Aber die Sonne wird da immer wieder durchkommen. Und der Gesamteindruck ist auch ein freundlicher. Und es bleibt auch trocken. Nur im Westen und Nordwesten, da werden die Wolken im Laufe des Tages mitunter schon mal so ein bisschen dichter, ein bisschen zahlreicher. Hier kündigt sich die Wetterumstellung dann zum morgigen Freitag schon mal so ein bisschen an. Hier auch so ein leichter Temperaturrückgang. Ansonsten haben wir gesehen, wird es nochmal ein sehr warmer Tag werden. Dann blicken wir auf die kommende Nacht und da kommt so ein kleines Wellentief, so eine kleine Welle mit im Spiel, die sich vom Ärmelkanal annähert und die bringt im Laufe der Nacht im Westen und Nordwesten dichtere Wolken und hier kann es in den Frühstunden dann auch mal beginnen, leicht zu regnen. Sonst ist es häufig klar oder gering bewölkt. So ein paar Wolkenfelder kommen in der zweiten Nachthälfte mal dazu und es wird doch mal eine verhältnismäßig milde Nacht sein mit Tiefstwerten so von 16 bis 11 Grad. Deutlich kühler in Bayern. Hier kühlt es auch in den einstelligen Bereich ab und hier kann sich auch stellenweise wieder Nebel bilden. Ja, schauen wir auf den morgigen Freitag und da wird es dann doch eine Veränderung so im Norden, in der Nordhälfte des Landes geben. Hier sind doch deutlich mehr Wolken als zuletzt unterwegs. Und es kann im Laufe des Tages auch mal den einen oder anderen Schauer geben, was die Intensität, Häufigkeit und die Verteilung betrifft. Ja, da sind die Modelle noch ein bisschen unterschiedlich, aber gerade so im Nordwesten, da sollte man sich mal auf den einen oder anderen Regenguss mal einstellen. Vereinzelt ist auch mal ein Gewitter nicht ausgeschlossen, das Ganze aber eher nicht so groß wahrscheinlich. Ja, und diese dichteren Wolken wahrscheinlich auch generell mal so bis in die Landesmitte. Auch hier wird die Bewölkung etwas zahlreicher sein als zuletzt. Wenig ändern tut sich allerdings so südlich von Main und Mosel. Hier gibt es nach Nebelauflösung wiederum einen leicht bewölkten oder sonnigen Tag bei weiterhin hohen Temperaturen von über 25 Grad. Im Norden liegen wir dagegen so bei Werten um die 20 Grad. Hier kann auch der Wind mal zeitweise etwas auffrischen. Das Ganze ist verbunden mit einer Kaltfront, die dann am Samstag dann schon den Süden des Landes erreichen wird, aber dann unter dem Einfluss eines neuen Hochs von Westen her sich immer weiter abschwächen bzw. dann auflösen wird. Also dahinter kommt mal ein bisschen kühlere Luft rein. Wir werden aber gleich sehen, wir liegen immer noch, was die Jahreszeit betrifft, auf sehr hohem Niveau. Und ja, wenn wir schon weiter nach Westen schauen, da ist schon wieder der nächste rote Pfeil. Also das nächste Tief zieht so Richtung britische Inseln, Richtung Schottland und führt schon wieder neue Warmluft relativ weit nach Norden. Und davon werden wir dann auch nochmal Anfang der neuen Woche profitieren, in Anführungsstrichen. Das heißt, wenn wir jetzt aufs Wochenende schauen, am Samstag dann im Süden des Landes anfangs nochmal so, ja, doch mal ein paar stärkere, dichtere Wolkenfelder, ein bisschen stärker bewölkt. Hier kann es auch nochmal örtlich ein bisschen regnen oder einen schwachen Schauer geben. Wird aber nicht mehr viel sein, wird tendenziell auch schon häufig trocken sein. Im übrigen Land gibt es dann so ein Gemisch aus anfänglichen Nebelfeldern, dann auch mal so Sonne, Wolken, durchaus mal längeren Aufheiterungen. Im Laufe des Tages mal ein paar Quellwolken, die dazukommen. Aber es sollte doch weitgehend trocken bleiben. Schauerrisiko ist doch äußerst gering. Und Temperaturen, ja, gehen mal auch im Süden etwas zurück. Aber für die Jahreszeit dann Ende September liegen wir immer noch auf überdurchschnittlichem Niveau mit Werten so von 18 bis vielleicht mal so bis an die 22 Grad.
Ja, schauen wir auf den Sonntag. Da geben die Unterschiede wieder so ein bisschen zu. In den Norden erreichen schon wieder neue dichtere Wolkenfelder. Das ist so das nächste Tief, so eine Warmfront, die ganz im Norden auch mal stellenweise so ein bisschen Regen bringen könnte. Weiter so ab der Mitte in Richtung Süden. Ja, da gibt es das Wetter eigentlich von dieser Woche nochmal von vorne. Nämlich anfängliche Nebelfelder lösen sich dann alsbald auf und dann scheint wieder verbreitet die Sonne und die Temperaturen steigen schon wieder an. Schon wieder bis zu 26 Grad sind so am südlichen Oberrhein möglich. Dann wollen wir mal in die neue Woche schauen und wir gucken uns mal die Wetterlage für den Montag an. Ja, und da kommt jetzt halt so ein bisschen mehr Bewegung rein. Mit dem Hoch so südlich von uns, Alpenraum, Norditalien, weiterhin der Zustrom warmer Luftmassen in den Süden des Landes. So ein bisschen nördlich von uns, so über Südskandinavien, da liegt diese Frontalzone der Jetstream. Und das ist ja auch so ein bisschen die Geburtsstätte neuer möglicher kleiner Tiefs. Und diese Frontalzone wird auch den Norden des Landes ein bisschen beeinflussen. Und am Rande dieser Frontalzone könnten sich dann auch neue kleinere Tiefs bilden. Und ein Tief wird dann wahrscheinlich zum Dienstag so vom Ärmelkanal von den britischen Inseln ausgehen, dann nach Südskandinavien, Dänemark ziehen. Und das könnte dann auch eine Wetterumstellung dann im Norden bringen. Wie stark dieses Tief ausfällt, ist allerdings noch unterschiedlich. Manche Wettermodelle, wenn wir uns mal die Karte dann für den Dienstag anschauen, die sehen sogar so ein kleines giftiges Randtief als mögliches Sturmtief. Ist aber alles noch sehr, sehr unsicher. Zum Beispiel das GFS sieht dieses Tief deutlich schwächer. Was das jetzt in Form von Windsturm für den Norden bedeutet, das bleibt noch mal abzuwarten. Was allerdings alle Wettermodelle drin haben, dass in Verbindung mit diesem Tief dann eine Kaltfront sich annähert und dann Dienstag, Mittwoch nach Süden hindurchziehen wird und dann mal vorübergehend ja die große Wärme dann auch im Süden verdrängen wird. Ja, wir gucken uns mal einen ersten Trend dann für Montag bis Mittwoch an. Und Montag gibt es dann halt ganz im Norden mit dieser Frontalzone so dichtere Wolken. Hier mal etwas Regen. Sonst der Montag trocken und nochmal ungewöhnlich warm. Nach Süden hin viel Sonne, nach örtlichem Nebel nochmal Temperaturen bis zu 28 Grad. Die wird es wahrscheinlich auch nochmal am Dienstag geben, weil sich hier nochmal die Strömung aufsteilt. Auch nochmal ähnlich hohe Temperaturen, aber von Nordwesten her kommt dann die Kaltfront auf mit ersten Regengüssen, Schauern, vielleicht auch mal örtlichen Gewittern. Wie das jetzt mit dem Sturm, Wind im Norden ist, das muss man generell noch mal die nächsten Tage etwas abwarten. Ja, diese Kaltfront wird dann wahrscheinlich zum Mittwoch durchziehen. Insgesamt dann ja zurückgehende Temperaturen. Immer noch bewegen wir uns dann für Anfang Oktober allerdings auf relativ milden bzw. warmen Niveau. Ja, wie es dann weitergehen könnte, die Kaltfront mit dem Durchziehen des Tiefs nach Osteuropa, da wäre mal der Weg frei für Kaltluft über Nordeuropa, Nordosteuropa. Die könnte uns erreichen. Tja, aber wahrscheinlich wird sie das nicht. Wenn wir mal so ein bisschen weiter in die Mittelfrist schauen, schon mal auf den nächsten Freitag, also so Tag 8 in der Wetterkarte, das ist jetzt das ECMWF-Mittel von gestern Abend. Da sehen wir, dass diese Tiefs über Nordosteuropa, dort fließt die Kaltluft, polare Kaltluft schon mal Richtung Skandinavien, Nordosteuropa. Das heißt, da wird es auch eine Abkühlung geben, aber auf dem Nordatlantik stehen schon wieder die nächsten Tiefs parat und die befeuern wieder wahrscheinlich eine neue Südwestlage. Hinter dem abziehenden Kaltfront dann schon wieder neues Hoch, neuer Höhenrücken, der sich aufwölben könnte und von Südwesteuropa, von Frankreich, von Spanien her würden schon wieder mildere, wärmere Luftmassen zu uns kommen könnten. Das heißt, so eine gewisse Zweiteilung Nordosten noch so ein bisschen in dem Bereich wahrscheinlich die Chancen, dass es hier kühler bleibt. Der Südwesten dann schon wieder sehr mild bis warm. Allerdings muss man unter diesem Hoch dann auch mal abwarten, wie es mit Erwärmung und wie es mit Sonnenschein dann jetzt im Oktober auch klappen könnte. Ja, noch letzte Karte, das GFS mit dem Nachtlauf, mit dem 18Z-Lauf, auch eine ähnliche Entwicklung. Das eben bei der Höhenwetterkarte. Jetzt schauen wir mal auf die Bodenwetterkarte. Ja, da sehen wir schon wieder so ein sattes, kräftiges Sturmtief zwischen Island und den britischen Inseln. Und auch das mit einer Südwestströmung wieder von Spanien, von Frankreich her, könnte wieder mildere, wärmere Luftmassen zu uns führen. Und auch hier wahrscheinlich wieder ja zunehmender Luftdruck, das heißt Wetterberuhigung. Nur mal, also das heißt so Dienstag, Montag, Dienstag mal so, nee, Dienstag so ein bisschen unbeständiger mit der Kaltfront, dann könnte schon wieder Richtung ruhigem Hochdruckwetter weitergehen. Das war's von mir. Ich wünsche euch einen schönen Donnerstag. Macht's gut. Ciao.